Hi Freunde, willkommen zum fünften Part von Far Cry 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir machen dann mal weiter. Gucken, was wir noch so Schönes erledigen können. Gucken mal hier auf der Karte. Hier ist noch unentdeckt. Was haben wir denn hier? Seed Ranch. Ah ja, wir wollen dahin. Nehmen wir uns hier mal das Quad mit. Und fahren da mal schnell hin. Hier unterwegs haben wir noch was gefunden. Was wollt ihr denn? Oh, verdammt. Ich hab sie mit umgefegt. Ja. Alter, wollt ihr mir gerade einen überknüppeln? Ja, kann ich verstehen. Ich hab sie fast umgebracht. Egal, wir fahren jetzt mal weiter. Gucken, was wir so klären können, gucken, was wir finden. Ja, dein Kumpel ist schon kaputt, du auch. Schöner Kopfschuss übrigens. Verflucht. Alter! Ja, als ob! Will der Nigger mich verarschen oder was? Meine Fresse! Ah ja, mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. So. Hier dieser Drecksscharfschütze. Ich bleib bei dem Sturmgewehr. Wo ist denn dieser andere Scharfschütze hin? Oh. Ja, wie ich ihn erstmal nicht treffe. Klar, plündern. Von wegen, ihr Saftsäcke, nicht normal.
Ja, das ist scheiße, Alter. Die sehen uns, aber wir können die nicht sehen, oder was? So, wir holen uns jetzt auch mal ein bisschen Hilfe. So. Und nun? Gefängnis von Hope County? Nee, grad nicht. Baron Segeberg. Dann machen wir das noch. Und dann war es das auch schon mal wieder mit dem Part. Nimm mal das. Oh, nervt mich doch nicht während der Aufnahme. Schon wieder so ein Idioten umgefahren, sehr schön. Die Mucke ist echt grausam, ey. Ja, wo müssen wir denn hin? Denn die Mission hier angezeigt mit dem Sägewerk. Reds Farm. Klatsch Nixon. Achso, ja Freunde, den Season Pass, den hole ich mir übrigens auch. Denn nach der Story, denke ich, wird noch ein bisschen Arcade-Action kommen. Hier lang. Als ob das Auto da nicht hochkommt, ey.
in einem Traktor unterwegs. Da sieht man mal wieder, was das für Bauern sind, diese Sektenmitglieder. Ernsthaft, Alter? 5000 Meter? Das wird ja auch gar nicht angezeigt, ne? Ah, hier. Haben wir hier noch einen Schnellreisepunkt? Wegpunkt ist gesetzt. Dann marschieren wir da mal schnell hin. Gibt es hier ein Boot, womit wir rüberjuckeln können? Natürlich nicht. Aber hier ist noch was zu plündern. Das nehme ich doch mit. Ja, durchs Wasser gehe ich nicht. Bestimmt wieder verseucht von denen. Gucken, was wir noch so entdecken unterwegs. Ich hoffe noch so ein paar Dinger, die wir zerstören können. Gucken wir nach Vorteilspunkten. Nahkampfausrüstungstasche. Trage mehr Feuerwaffen, Munition und Nahkampfwaffen mit dir. Funktioniert auch in der Arcade-Version. Mhm. Ja, ist zurzeit so das Einzige. Nee. Erstmal nicht. Ja gut, komm, wir schwimmen darüber. Hier Fische. Faith Seeds Region. Wie kommen wir da jetzt rein? So wird das nichts. Ernsthaft, müssen wir einmal rumlatschen hier. Eieieiei, das wird was. Oh Leute. Wie kommen wir denn jetzt mal hier rein? Hier. Da, was hält der unter Drogen aus, ey? Meine Fresse. So, dann sind wir auch gleich da. Wir holen uns dann wieder Nick zur Hilfe. Ein bisschen Luftunterstützung ist ganz gut.
lass die nicht nur tanzen, ich lass sie auch noch schön sterben. Das darf, was da in dem Spiel die Pennies sind, sind bei uns die Zeugen Jehovas. Oh ja, das dürfte eigentlich jedem klar sein. Alter! Kackviech. Jetzt müssen wir hier gucken, wie wir hier durch den Zaun wiederkommen. Sitzen wir jetzt hier ernsthaft in der Falle? Ja gut, wir können ja hier so ein bisschen klettern, falls das was wird. Nee. Ja, sicher. So. Und ab über den Zaun, so. Sehr schön. What? Das geht hier noch weiter? Ich dachte mal, ich komme aus dem Gebiet jetzt hier endlich mal raus. Wartet nur, bis ich rauskomme, Freunde. Dann seid ihr fällig. Hier der nächste Felsen. Ja, ich will nicht hol ins Haus, ich will hier rauskommen. Los, weg von den Bären. Ey. Ich brauche auch unbedingt meinen gottverdammten Bogen wieder. Also das heißt, das nächste Mal gehen wir ins Waffengeschäft und werden uns da erstmal ordentlich eindecken. So, schön. Gehen wir ihn hier mal befreien. Egal, wir fahren jetzt erstmal zur Ranch. Fahre nicht schießen.
Idioten, ey, fahren einen auch immer in den Weg, ne? Den fahren wir um. Jawohl, er ist schon am Start oder was? Tatsache. Verarschen. Starte ich über 1000 Meter entfernt? Das für ein schlechter Scherz. Telefon geht mir auf die Eier, Fliegen gehen mir auf die Eier, Alter. Ach, ey, jetzt leck mich doch am Arsch hier, ey. Verfluchte Kacke. Dann, ich muss doch hier durchkommen. Klar, ich komme mal wieder nicht über den Zaun doch jetzt. Ey, so ein Spasti, Mann. Mieser Lutscher überfährt mich erstmal. Na gut, dann. War's das erstmal gleich für den Part und ja, wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Ja, dafür überfahre ich euch alle, ey, dass ich jetzt diesen weiten Weg noch mal auf mich nehmen muss. Dürften wir auch gleich näher des Ziels sein.
Na gut, Freunde, an der Stelle verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.